Hallo, heute möchte ich euch meine Weihnachtsgeschenke zeigen, denn ich liebe diese Videos über alles. Ich könnte mir den ganzen Tag angucken, was die Leute so für Sachen bekommen haben, und deswegen mache ich selber auch so eins. Und ja, ich fange mit einer Sache an, die ich in der Schule beim Wichteln bekommen habe. Und es ist so ein total süßes Armband. Ja, und das ist halt dieses Armband, das ist eher gesagt eine Uhr, weil hier ist halt eine Uhr dran. Und dann sind da total süße Anhänger dran. Hier ist ein Schaukelpferd, und sind halt Röschenperlen. Hier ist ein Schuh. Hier ist ein Schlüssel. Und was ich am allersüßesten finde. Und hier ist halt so ein total süßes Karussell. Und das dreht sich sogar. Und das finde ich so niedlich. Und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht, ob du meine Videos guckst, aber vielen lieben Dank. Und ja, da freue ich mich schon. Eigentlich ist das nicht so ganz meins, weil ich bin nicht so. Also ich trage nicht so kitschige Sachen, so gesagt. Aber das hier finde ich trotzdem wunderschön. So, als nächstes habe ich von meiner großen Schwester zwei Backmischungen geschenkt bekommen. Und zwar einmal Whoopies. Ich weiß nicht genau, was das für welche sind, aber seht ihr auf dem Bild. Und die sehen schon mal sehr lecker aus. Und Cake Pops. Und da freue ich mich schon sehr drauf, die zu backen. So, dann habe ich auch Süßigkeiten bekommen. Einmal Twix Minis und M&M's, beides schon geöffnet, mussten jetzt natürlich probiert werden. Dann habe ich von meiner großen Schwester noch zusätzlich einen Douglas-Gutschein bekommen. Und ja, das ist im Wert von 15 Euro. Und hier liegt, ach ja, dann habe ich von meiner Oma Geld bekommen, das liegt hier auch noch drin. Ja, und so sieht das aus. Ich finde, das hat ein total schönes Design. Und ja, das finde ich sehr schön und auch total niedlich, dass hier so eine Schleife drauf ist. Mein Highlight kommt ganz zum Schluss. Also, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und ich mache dann mal weiter mit Geschenken von Ilona. Das ist halt einmal dieser Nagellack. Der sieht aus wie einer von Catrice. Also, den gab es mal bei Catrice, ist aber aus dem Sortiment gegangen. So ein Schimmer zwischen Lila, Türkis und Grün ungefähr. Also, der changiert so ein bisschen. Und ein Lippenbalsam. Juicy Lip Balm. Und ja, der sieht erstmal, also der ist richtig fett und grün. Und der riecht nach Wassermelone. Und oh mein Gott, dieser Duft ist einfach nur der Hammer. Und ja, das hat sogar SPF 15. Und das sind beide Sachen von Wet n Wild. Die hat sie von K&K. Ja, und dann hat sie mir noch so ein Lipgloss geschenkt von, ich weiß nicht, ob die auch Rouge Caress heißen, aber auf jeden Fall von L'Oréal, von diesen neuen Lipglossen. So sieht er halt aus. Und also ich war vorher eigentlich gar nicht so der Fan von Lipglossen, aber irgendwie so in den letzten Tagen mag ich die irgendwie viel lieber als Lippenstifte. Also die sind wirklich nur weiter zu empfehlen und die haben ein super Gefühl auf den Lippen und die gehen nicht sofort wieder weg, sondern der bleibt da erstmal auch. Dann habe ich von meiner Tante Mary Kay Schminke bekommen. Und ja, das ist als erstes ein Eyeliner, also so ein Eyeliner-Stift. Dann so ein Schimmerpuder. Ist halt so ein Highlight. Dann so ein Schimmerpuder, ist halt so ein Highlighter. Und ja, den finde ich sehr cool. Der schimmert total krass. Dann eine Lidschattenpalette, so gesagt. Also zeige ich euch. Aus diesen vier Farben. Diese ersten drei Farben finde ich sehr cool. Halt weiß, pink und blau. Mit dem Grün weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll, aber irgendwie ist Grün auch nicht so ganz meine Farbe. Ich habe mich über diese Mary Kay Sachen sehr gefreut, weil die Qualität von denen sehr gut ist. Und ich habe auch schon zu meinem Geburtstag Sachen davon geschenkt gekriegt. Und ja, dann noch eine Mascara. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber werde ich mal demnächst machen. Das ist halt so eine Mascara. Und das ist halt so ein recht normales Bürstchen. So, dann komme ich jetzt zu den Geschenken von meinen Eltern. Und ja, das sind als erstes solche Perlenohrringe. Und das sind halt welche, die ich immer tragen kann. Also auch beim Duschen, Tag und Nacht und so weiter. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich wollte schon lange so welche schönen Ohrringe haben. Und ja, die finde ich sehr cool. Habe ich jetzt noch nicht reingemacht, aber werde ich wohl demnächst tun. So, und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Und ja, ich habe mir neue Schuhe zu Weihnachten gewünscht. Und die habe ich auch bekommen. Und das sind diese wunderschönen Air Max. Also ich habe ja schon weiße. Und dann wollte ich jetzt auch ein bisschen dunklere haben. Und ja, die sind halt schwarz mit hier so Neonpink, was so ein bisschen Eyecatcher so gesagt darin ist. Und hier hinten und an den Seiten ist halt Leo-Muster und hier vorne auch noch. Und das finde ich super cool. Und an meiner Zara-Jacke ist ja auch in Leo-Muster. Und
dann passt das so gesagt so perfekt. Und ich liebe diese Schuhe über alles und ich habe mich so gefreut. Und ja, und ich dachte wirklich, dass die schon überall ausverkauft sind. Und dann waren wir bei Footlocker und da gab es die noch in 41 und ich dachte, yeah, ich habe sie gefunden. Und dann, ja, jetzt habe ich sie endlich, jetzt kann ich sie endlich tragen. Und ich liebe diese Schuhe über alles. Und ja. So, und das war's jetzt von meinen Weihnachtsgeschenken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendwas habt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich so gut wie jedes Kommentar. Und ja, das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.